Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von Schätzen auf dem Hinterhof. Crespis Kuriositätenkabinett. Da bin ich wieder. Mit neuen Rätseln und neuen Fragen. Diesmal geht die Reise nach Südamerika und zwar in den Staat Ecuador. Dort liegt die Stadt Cuenca. Und in Cuenca gibt es eine kleine Kirche mit dem Namen Maria Auxiliadora. Auf Deutsch etwa so viel wie die hilfreiche Mutter Gottes. Über 50 Jahre lang betreute Pater Carlo Crespi diese Kirche. Er genoss den Ruf eines zuverlässigen Freundes der Indio und schon zu Lebzeiten betrachtete ihn die Bevölkerung von Cuenca wie einen Heiligen. Pater Crespi ist inzwischen verstorben. Die Einwohner von Cuenca haben ihm ein Denkmal errichtet. Was war so besonders an diesem Pater? Er hörte den Indios zu. Stundenlang, tagelang. Er gewann ihr Vertrauen und half ihnen in allen denkbaren Belangen. Die Indios revanchierten sich und schenkten dem Pater Kunstwerke aus vergangenen Epochen. Der Pater stapelte die Gegenstände in einem Schuppen im Hinterhof und als es zu viel wurde, eröffnete er einen zweiten Raum. Dort fand ich kreuz und quer aufeinandergelegt die erstaunlichsten Gegenstände, die nie in einem Museum der Welt zu besichtigen sind. Da ist ein Diskus. Er hat 22 cm Durchmesser, zeigt stilisierte Samenfäden, schmunzelnde Sonnen, die Sichel eines abnehmenden Mondes, einen großen Stern und auch noch zwei viereckige Menschengesichter. Und dann ein Bild zum Aufhängen, eine Stufenpyramide, an deren Wände Schlangen hochkrabbeln. Sollte die gefiederte Schlange der Maya damit gemeint sein? An dieser Pyramide sieht man an der Seite Kratzen oder Jaguare. Diesmal sind die Schlangen oben und unten erkennt man klipp und klar Schriftzeichen eingestanzt. Das Sammelsurium in Pater Crespis Hinterhof ist nie verstanden worden. Da gibt es die verschiedensten Gestalten, die nicht klassifiziert werden können, wie etwa diese Dame. Sie ist 32 cm hoch, aus ihren stilisierten Ohren hängen verlängerte Ohrenclips. Und gekleidet ist sie mit Bluse und Hosen. Vielleicht symbolisieren die Sterne ihre Herkunft. Und auf diesem Halsschmuck, der irgendwer irgendwann vor der Brust trug, erneut Schriftzeichen. Es sind 16 gravierte Zeichen, doch niemand will sich die Mühe machen, sie zu entschlüsseln. Schriftzeichen fand ich bei Pater Crespi auch auf Steintafeln eingeritzt. Schließlich fotografierte ich sogar diese Stele mit 56 Quadraten und in jedem Quadrat wiederum unbekannte Schriftzeichen. Eigenartig, ein indischer Professor erkannte einige dieser Schriftzeichen als altbrahmanisch. Mir persönlich ist völlig unerfindlich, woher die indianischen Fälscher im Hochland von Ecuador altbrahmanisch kannten. Die Fachwissenschaft befasst sich nicht mit Pater Crespis Schätzen. Es seien alles Fälschungen aus der Neuzeit, wird argumentiert. Mag ja sein, dass einige der platten Figuren und Stelen aus unserer Zeit stammen. Andere würde ich ohne weiteres einem verborgenen Inka-Schatz zuordnen. Die Indios unseres Jahrhunderts sind nämlich alle christianisiert. Doch auf keinem einzigen der Kunstwerke kommt auch nur das kleinste christliche Symbol vor. Die Kunstrichtung, die uns hier entgegenblickt, stammt nicht aus unserer Zeit. Die Gesichter sind fremdartig, die ganze Stilrichtung und die unzähligen eingravierten Symbole passen in keine Kunstrichtung der bekannten Kunstgeschichte. Die gravierten Metallplatten sind oft derart kompliziert und mit unzähligen Kleinstbildern versehen, die wie Filmstreifen an den großen Gestalten vorbeilaufen, dass die Fälscher, wenn es sie denn gibt, eine eigene Kunstschule eröffnen könnten. Vielleicht erzählt uns die nächste Metallplatte eine Fortsetzungsgeschichte und wir beachten sie nicht. In verwirrender Fülle zeigen die einzelnen Bilderkompositionen, die ineinander überlaufen. Da gibt es Gesichter mit Sonnenkränzen, giraffenähnliche Köpfe mit Strahlen
oder affenähnliche, verängstigte Gesichter. Schlangen wachsen daraus empor. Alles in allem zu viele Details für eine plumpe Fälschung. Oder gar diese Platte hier. Sie ist 98 cm hoch und 48 cm breit. Nicht von schlechten Eltern. Sie ergibt als Fälschung nicht den geringsten Sinn. Was eigentlich sollte gefälscht werden? Am oberen Bildrand, ganz rechts, erkennt man einen Stern. Dann ein Wesen mit dickem Bauch und Schlangenschwanz. Ein rattenähnliches Tier. Einen Menschen im Panzerhemd, bei dem der Helm gleich angeschlossen ist. Eine dreieckige Figur mit durchlöchertem Bauch. Und schließlich auf der anderen Seite der Stele einen Kopf, aus dem Strahlen schießen. Rätselhafte Gesichter, Räder, Vögel, Schlangen und mittendrin etwas wie ein Pfeil, der nach unten weist. Das Ganze scheint ein Chaos zu sein. Nur als Fälschung taugt es überhaupt nicht. Pater Crespi war nicht irgendeine dahergelaufene Gestalt. Er war Geistlicher und wurde von den Indios wie ein Heiliger verehrt. Die Indios sagten dem Pater, ihre Schätze, die sie ihm zum Geschenk machten, stammten aus geheimen Lagern ihrer Vorfahren. Weshalb hätten die Indios den von ihnen so hoch verehrten und geliebten Pater anlügen sollen? Weshalb hätten sie ihm billigen, selbstgemachten Kitsch andrehen sollen? Ich bin dankbar und froh, dass ich noch zu Lebzeiten von Pater Crespi einige hundert Bilder schießen durfte. Über das Material dieser einzigartigen Kunstwerke darf getrost gestritten werden. Crespi selbst vermutete hinter den goldfarbenen Platten tatsächlich Gold. Dazu muss man wissen, dass die Inka unglaubliche Schmelz- und Legierungsmethoden kannten, die später nie mehr erreicht wurden. In ihren raffinierten Gießtechniken und Goldbeschichtungsverfahren mischten sie 50% Kupfer, 25% Silber und 25% Gold. Die äußere Farbe des Gegenstandes sagt also gar nichts über den Goldanteil aus. Die Inkas kannten sogar Goldüberzüge, die nur gerade 0,5 bis 2 Mikrometer dünn waren. Und selbst in mikroskopischen Aufnahmen erst in 500-facher Vergrößerung überhaupt wahrzunehmen sind. Die Inka verstanden es, mit ihren Methoden der Oberflächenveredelung allen unedlen Metallen das Aussehen von Edelmetall zu verleihen. Wenn man nämlich eine Kupfer-Silberblech oder auch eine Kupfer-Goldblechplatte bereichert, so sammelt sich das Edelmetall allmählich an der Oberfläche an, während das Kupfer durch die Oxidation langsam verloren geht. Schließlich sieht die Oberfläche wie pures Gold aus. Enthält die Legierung auch noch Silber, so reichern sich beide Edelmetalle an der Oberfläche an. Die beginnt dann hell silbrig zu glänzen. Alle diese Beschichtungs- und Verfahrenstechniken waren den Inka bekannt. Nur die unglaublichen Schätze, die Pater Carlo Crespi während 50 Jahren in seinem Hinterhof zusammentrug, interessieren niemanden. Man käme ja direkt ins Schleudern, wenn plötzlich zugestanden werden müsste, dass die Inka sowohl Schriften und Elefanten kannten. Den Elefanten habe ich auf Crespis Schätzen immer wieder angetroffen. Das passt dann wie das berühmte Faust aufs Auge. Was ist zu tun? Weiterhin über Carlo Crespis Kuriositätenkabinett zu lächeln oder wenigstens einige der Kunstobjekte einer gründlichen Analyse zu unterziehen? Crespi selbst hat sich von seinen Indios nicht hereinlegen lassen. Das Vertrauensverhältnis war gegenseitig. Er würde sich vermutlich im Grabe umdrehen, wenn er sehen könnte, dass mit seiner Hinterlassenschaft gar nichts geschieht.